Herzlich willkommen, allen Freunde. Wir spielen heute Planet Alpha, die Demo. Ich habe mir nur dieses Bild angeschaut und ich finde, es sieht interessant aus. Deswegen dachte ich mir, wir schauen da mal vielleicht mal ein bisschen rein. Ich habe keine Ahnung, um was es dort geht. Habe mir, glaube ich, Screenshots angesehen. Aber die sind schon ein bisschen länger her. Also ich habe echt überhaupt keine Ahnung mehr, was das war. Und ich bin echt gespannt. Bin echt gespannt. Oh, Unreal Engine könnte von Fortnite-Dingern sein, oder? Weiß nicht. Planet Alpha. Ich guck mal ganz kurz. Planet Alpha, Google. Planet Alpha Games. Mal schauen. Möchte mal ganz kurz wissen, was die hier schon gemacht haben. Also es gibt es auch auf PS4 und so. Ach schon, ach, seit 2018 schon. Okay, seit 2018 gibt es das schon. Haben keine nennenswerte Spiele gemacht. Okay. Ich bin gespannt. Oh, wir können uns schon bewegen. Oh, Kamera kann ich nur so leicht bewegen. Ich kann auch nur nach rechts und nach links. Okay, also wir scheinen irgendwie auf dem Planeten zu sein. Kann ich irgendwas... Okay, da kann ich nichts machen. Ich humpel, also ich bin wahrscheinlich sehr, sehr schwach oder angeschlagen. Da hinten fallen irgendwelche Steine runter. Okay. Sehr interessant, ey. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das hier ist. Das sieht echt seltsam aus. Was denn das denn da? Metallerz? Wer ist denn das da oben? Oben rechts, da steht doch jemand, oder? Ist das ein Horrorspiel? Nee, da. Da oben steht doch jemand, oder? Warte, ich gehe mal eben ganz kurz nah an. Ja, es sieht aus wie ein Mensch. Also wie so einer wie ich hier bin. Okay. Jetzt ist er. Ist er da noch? Ja, er ist nur da. Okay. Okay. Er ist nicht abgehauen. Er ist nicht abgehauen. Oh, ich glaube, wir gehen jetzt zu ihm, oder? Ich glaube schon. Hat der Mensch sich bewegt? Ich habe ein bisschen Angst. Oh. Wie, ich bin tot. Ich habe doch gar nichts gesehen. Verarsche? Ach nee, ich bin jetzt ganz unten. Okay, ich dachte schon, ich wäre jetzt komplett kaputt. Ist er da noch? Adrian Laser, Tim Loyal Skafte, Tim Börefors. Was Mond? Ach, steht er jetzt links? Ja, nein. Ja, nein, nein, steht er nicht. Okay. Ah, das sieht schon schöner aus, der Ort. Und da oben steht wieder jemand. Jesper Christensen, Fernando Castillo, Siddhartha Bornhorn. Ja, der Ort gefällt mir tatsächlich schon mehr. Oh, sind wir lahm. Oh, ein großer Wal. Schade, den haben wir leider nicht gesehen. Nur den Schatten. Also wir wandern durch die Wüste. Und die Sonne geht... Nee, falsch herum unter. Dann ist das wahrscheinlich eine Wolke oder irgendein Bewohner. Oh, ich habe eine Taschenlampe, okay. Ach, da ist der Mensch wieder. Der Mensch, der Mensch. Oh, da war was Schnelles. Aber sehen wir leider nicht. Oh Gott, wir gehen jetzt in so ein... Oh Gott, wir kriechen auf den Boden. Oh, ich kann ja gar nicht... Oh, ich bin verdurstet. Okay. Okay, erinnert mich ein bisschen an Aladdin. Oh, ich bin aufgewacht. Ah, vielleicht war ich nur erschöpft.
Oh, guck mal, ich kann laufen. Oh Gott, ich kann springen. Ich wäre fast da runtergesprungen. Lol. Okay. Es hört sich so an, als ob ich Schaden bekommen würde. So kann man krabbeln. Okay. Ich verstehe noch nicht hundertprozentig, was jetzt gerade passiert ist. Oh, das ist schön hier. Oh mein Gott. Das ist ja echt herrlich hier. Sieht echt nach einer schönen Welt aus. Wirklich. Hallo. Ha, der sieht cool aus. Oh Gott. Ich dachte gerade, ich wäre runtergeplumpst. Wow. Doppelsprung kann ich nicht. Okay. Oh, die Welt. Die Welt gefällt mir sehr. So eine Dinosaurierwelt. Die ist echt hübsch. Kann ich hier hoch? Kann ich da hoch? Nee. Oh, hier kann ich wahrscheinlich hochklettern, wusste ich's. Das ist kein Dino, okay. Ah, oh, da sind ganz viele Dinos. Ah, oh, hallo. Na? Ich sehe den Menschen ja nicht mehr. Wie ziehe ich mich denn hoch? Ich drücke gerade wirklich. Ah, mit B. Mit B. B springen. Okay. Oh, aua. Oh, Y. Okay. Ah, ich kann mich so. Ah. Ich kann den Stein schieben. Ach, damit ich hier hochkomme. Okay. Ich dachte gerade schon, mich greifen mir gleich welche an. Aber ist nicht so. Oh, die sehen auch cool aus. Och, gefällt mir. Gefällt mir doch. Der Anfang war ein bisschen komisch. Creepy. Aber das gefällt mir hier, was ich hier sehe. So ein bisschen erkundungsmäßig, würde ich sagen. Oh, was ist das denn da für eine Blume im Hintergrund? Oh. Oh. Okay, das habe ich nicht. Ah, okay, ich hätte da warten müssen. Okay. Okay, ich hätte da warten müssen. So, hier. Ui. Ah, ja, warten, warten, warten. Ich hab's vergessen, dass ich da warten muss. Okay, nochmal. Oh, es wird doch dunkler, ne? So öfter. Je öfter man stirbt, desto dunkler wird es. Okay, ich kann warten. Das Ding geht nicht kaputt. Okay. Jetzt schaffe ich's. Jetzt ist schon Nacht hier. Und die Blume hat sich da geändert, glaube ich. Ja. Sie ist zugegangen. Okay, nochmal. Ich schaff das noch, Leute. Ich schaff das noch. So, jetzt habe ich's. Ich kann auch hochspringen, dann geht's ein bisschen schneller. Ja, aber ist echt schön hier. Wow. So Leuchtblumen finde ich echt cool. Oh, schön. Oh, Mann. Sieht echt gut aus. Oh Gott. Ich dachte schon, das hätte ich nicht geschafft. Oder das stürzt jetzt ein. Okay. Also wir sind wahrscheinlich einer der ersten Steinmenschen. Doch. Sagt man Steinmensch? Steinzeit, Steinmensch? Was bedeuten die Symbole da? Rechts sind auch Symbole. ZL. Okay. Und ich kann auch. Ah, damit kann ich die Zeit verändern. Ah. Okay. Ist auch sehr interessant tatsächlich. Sieht auch gut aus. Gerne so ein Bild machen, danke. Oh Gott, eine Qualle. Eine fliegende Qualle. Was ist das denn hier? Also im Mittelalter sieht das hier doch nicht aus. Sieht nach verrückt aus. So, dich kann ich doch wieder nehmen, ne? So. Damit ich dann da gleich rüberkomme. Genau.
So, und dann hier hoch. B. Macht das mir Schaden? Ich hab Angst. Ich weiß es nämlich nicht. Mit B springe ich, ne? Oh Gott. Sehr gut. Oh, okay, hier kann ich nicht springen. Y. Oh, hier geht's weiter. Also ich kletter jetzt hier hoch. Ich weiß noch nicht, was das mir bringen wird. Aber irgendwas wird es mir... Oh Gott. Oh Gott. Es wäre fast eingestürzt. Ich glaube, ich muss mich beeilen. Ich glaube, am Ende stürze ich komplett ein, oder? Das kann ich mir gut vorstellen. Okay. Und hopp. Oh, es geht hier echt weit hoch. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Achso, hier geht's runter. Muss ich dich hier hochbringen? Ich weiß es nicht. Ich nehme dich einfach mal mit. Was ist denn das da oben rechts? Sieht ja komisch aus. Da haben wir irgendwas. Ja. Meinst du, das hält es auf? Nee. Nee, war mir auch irgendwie schon fast bewusst tatsächlich. So. Ah, ich muss hier hoch. Ah, okay, okay, okay. Ich verstehe. Okay. Ich habe es vielleicht ein bisschen verstanden. Reicht das schon? Wir gucken mal, ob das reicht. Ja, reicht. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Wir mussten nur an dem Ding da. Oh, da hätte ich rüberspringen müssen. Okay. Okay, okay. Auf jeden Fall machbar, würde ich sagen. Auf jeden Fall machbar. So, und? Ich glaube, ich springe direkt ab. Ja, ich springe direkt ab. Okay, ich springe nicht direkt ab. Ich springe nicht direkt ab. Ich warte kurz hier. Oh, 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 oh. So. Und dann springe ich. So, super. Und hopp. Oh Gott. Oh, das habe ich nicht geschafft. Okay, da geht es ein bisschen um Zeit. Okay, das war viel zu früh. Das war viel zu früh. Das stimmt. Ich find's schade, dass wir hier gefühlt alles kaputt machen. Oh, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Nochmal. So. Oh, lauf, lauf, lauf. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, lauf, spring. Super. Sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Frag mich ja, was das jetzt hier für Bewohner sind. Hier ist wieder irgendwas. Kann ich was machen mit ZR? Nee. Ich kann ja nur gucken. Okay. Was kann ich hier machen? Hier kann ich wieder irgendwas steuern. Was habe ich denn vor? Nee. Ich guck mal eben, was das jetzt hier ist. Ah, ich glaube, ich muss die... dass sie so eine Reihe ergeben. So. Dann drehen wir hier nochmal ein bisschen nach links. So, und hier ein bisschen runter. Dann hier nochmal nach rechts. So. So. Nee, ne, nicht ganz. Ich meine, so. Oh. Ist wieder auseinandergegangen, okay. Vielleicht muss das ja auch unten sein. Das kann auch sein. Ziehen wir das nämlich nach da. Und dann gehen wir mal ganz, ganz schnell hier gucken, was hier rechts eigentlich ist. Okay. Das hat nicht geklappt. Gab es denn hier irgendwelche Lösungsmöglichkeiten? Ich weiß es nämlich nicht. Also ganz
So ganz verstehe ich es noch nicht. Ne, so. Hä, wo ist denn jetzt? Ne, das da hinten drehe ich ja nicht. Komm, schnell. Was muss ich hier machen? Hier kann ich hier. Da oben ist ein Stein. Ist der im Weg? Ist der im Weg? Ich weiß es tatsächlich nicht. Okay. Wir gehen jetzt nochmal hier drauf. Dann machen wir den hier. Lassen wir mal kurz so. Den drehen wir so ein bisschen. Ah, vielleicht noch ein bisschen weiter. So. Ungefähr so. Und dann gehen wir mal dahin. Nee. Der leuchtet da. Der leuchtet aber nur, wenn ich draufstehe. Mit dem kann ich aber nichts machen. Okay. So, der leuchtet nicht. Vielleicht muss das einfach da auf der Kugel da drauf sein. Ja, ist aber. Boah, das ist ja. Wenn das die Lösung ist, dann ist das aber echt schwer. Ne, so. Und dann noch ein bisschen nach rechts. So. Och. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss, Leute. Ah, nee. Warte, stopp. Was muss ich machen? Ich könnte den dahinter bringen. Irgendwie so. Aber würde das was bringen? Oder ich muss das Bild von da oben nachmachen. Das kann es auch sein. Das habe ich noch nicht probiert. Ja. Boah. I'm so clever, Leute. So clever. Ich dachte irgendwie, dass ich die in so eine Reihe machen musste. Habe mich darauf festgehakt, aber es war dann letztendlich komplett falsch. Okay, wir sehen die Erde. Ist das die Erde? Nee. Oder? Ich würde sagen, das sind mehrere Stücke der Erde, oder? Weiß ich nicht. Kann ich mich bewegen? Ja, kann ich tatsächlich. Oh, sie explodiert, glaube ich. Oder was passiert da? Oder ist das gar nicht die Erde? Das könnte auch was anderes sein. Okay. Jetzt ist alles dunkel. Oh Gott, was ist das? Ich renn mal lieber. Ich habe Angst. Ich hab wirklich Angst. Ich renn mal lieber. Ich renn mal lieber. Was passiert denn jetzt hier? Irgendwelche komischen Raketen oder was? Junge. Das Spiel war gerade so schön. Was ist denn jetzt hier los? Okay. Irgendwas will uns hier zerstören. Okay. Oh. Oh, er hat uns gar nicht gesehen. Okay. Okay. Wir können hier ganz geschickt einfach weiterlaufen. Oh Gott, die armen Dinosaurier, werden die jetzt ausgelöscht oder was? Ist es so schlau hier hochzugehen? Oh Gott. Junge, was ist das jetzt hier auf einmal?
Okay, nee, ich muss glaube ich nach unten. Oh Gott, ey. Okay, da unten ist was. Da unten ist ein Dings. Ah, guck mal, ich kann auch hier. Stimmt. Stimmt. Och Mann, es tut mir so leid, dass sie jetzt hier alle angegriffen werden. Och Gott. Die armen Dinos. So, wir gehen mal wieder hier rein. Oh, ist das große Schiff da. Das Mutterschiff von dem wahrscheinlich. Oh Gott. Kurz Angst gehabt. So, und runter. Puh. Junge, Junge. Was wollen die von uns? Ich weiß. Oh Gott. Oh Gott. Ah, haben wir geschafft, Leute. Haben wir geschafft. Rüberspringen, rüber. Und nochmal rüber. Aber es tut mir echt leid für die Dinos. Die haben hier doch so schön gelebt. Und jetzt müssen die fliehen. Oh, die Armen. Oh Gott. Okay. Das war interessant. Das war die Demo-Version. Wir haben auch 21 Minuten, okay. Es nahm echt rasch eine Wendung. Also wir wissen jetzt, dass diese komischen Roboter versucht haben, diese in Anführungsstrichen Dinos zu töten, beziehungsweise den Planeten zu zerstören. Und ja, war interessant, war echt interessant. Also ihr könnt es euch gerne kaufen. Die Welt, die sah eigentlich ganz schön aus. Also ja, der Anfang, ja, also das hier finde ich nicht ganz so hübsch, aber ja, ne? Also wenn euch so ein Spiel hier gefällt, mit Rätseln und so. Ich meine, das Rätsel war jetzt nicht schwer, ich habe mich nur ein bisschen dumm angestellt, weil ich wollte erstmal versuchen, ob das auch klappt, ob das genau sein muss und so. Deswegen habe ich in meinem Kopf festgesetzt, dass das eine Reihe bilden muss. So wie man es von der Sonnenfinsternis kennt oder so, ne? Dass der Mond irgendwie dann auch in die Reihe muss und sowas. Ja, hat nicht ganz so gut geklappt. Es war einfacher als gedacht. Ich hätte einfach nur das da oben nachmachen müssen. Genau. Ja, Leute. Ne? Also im E-Shop könnt ihr es kaufen, auch auf der PS4 und Steam, glaube ich, sogar auch. Kostet, glaube ich, nicht viel. Ich glaube, 9 Euro. 99, ja, ne? Ich würde damit einfach sagen, das war's mit Planet Alpha. Es gibt ein Kapitel. Nein, Spaß, es gibt bestimmt mehrere Kapitel, aber jetzt nur in der Demo ein Kapitel. Ne? Und das war halt die Zerstörung des Planeten, würde ich sagen. Ne? Deshalb würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann, euer Kamito. Ciao.